Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, on. So, jetzt herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Star Wars Outlaws hier bei mir auf dem Kanal mit mir und der Wes natürlich und dem Nix. Ich mache mal ein Bild für euch. So, ja, hier Bild. Wir sind hier im in der Pike-Festung. Wir müssen die Energiebarriere deaktivieren. Die ist da 82 Meter vor uns. Rechts oben steht, deaktiviere die Energiebarriere. Wo könnten wir sowas tun, wenn wir das wollten? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Das nehme ich mal. Hallo, eben nicht gesprochen. Ich habe nur kurz das Spiel neu gestartet. Okay. Wir laufen überall Leute rum. Ich weiß nicht genau. Wir können jetzt mit der 5 können wir jetzt diesen Dings einsetzen hier. Ich kann es hier markieren. Markieren. Also ich denke mal, es geht nur irgendwo oben lang. Da blinkert irgendwas grün. Vielleicht können wir da. Da ist jede Menge Ärger, Nix. Okay, die behalten die Markierung auch, wenn ich die, wenn ich wieder. Dings weg. Wenn ich wieder deaktiviert wird, von Glas. Das bedeutet, ich kann die markieren, alle. Wir können aber jetzt auch Blaster einsetzen, hat sie ja gesagt, zum Glück. Das werden wir wahrscheinlich auch tun müssen. Ein R2D2 oder sowas. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas von nix, oder? Schlimmer als das kann es nicht werden. Könnte den dahin schicken zum Ablenken, aber ich muss auch rüber, glaube ich. Da unten sind die zwei. Okay. Ah, wir können uns von nix mal den Strom anzeigen lassen, aber ich glaube, es ist noch nicht nah genug dran, ne? Nix kann ja uns Stromleitung anzeigen, dann können wir sehen, wie wir durch die Energiebarriere durchkommen. Also wo man die deaktivieren kann. Da ist jemand. Es wird einige Zeit dauern, sich hier durchzuarbeiten, glaube ich. Na, rutsch. Okay, im Gras sieht uns keiner, hat man ja schon mal festgestellt. Kann die Leiche aber auch nicht ins Gras ziehen. Antikes Armband. Cool. Nix. Oh, dies kann nichts, kann irgendwas damit. Ich will mal kurz gucken, was das ist. Ach ja, Objekt herabfallen lassen. Da kann ich Leute ablenken. So, okay. Hier durch die Markierung sehe ich jetzt die Punkte. Das kann. Oh, Explosion auslösen. Das ist ja gut. Hier ist. Ach so, das ist eine Kamera. Ja. Die dürfen uns im Gras nicht sehen, oder? Ja, im Gras sieht uns nicht. Zum Glück. Okay, es sind zwei Stück. Oder sind es mehr? Ne, es sind nur zwei. Weißt du, wir haben die Werkstatt, die Wilderei, unser Schmuggler. Aus meiner Deckung und wir werden da gesehen von irgendwas oder zumindest werden wir gespürt von einem Fragezeichen. Ein Fragezeichen spürt uns. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst vor Fragezeichen.
Angst vor Satzzeichen. Die Angst gibt es garantiert auch. In der Psychologie müssen wir mal gucken, ob es die gibt. Angst vor Satzzeichen. Wenn ich manche Twitter-Beiträge so lese, dann sehe ich, dass manche Leute Angst vor Satzzeichen haben. Ja, auf jeden Fall. Und manche haben zu wenig Angst vor Satzzeichen. Hol sie dir, Kumpel. Ist nur einer. Okay. Cool. Soweit so schlecht, würde ich sagen. Energiekappen. Selbstverständlich. Okay, und dann gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Okay. Zwei Energiekupplungen. Ist jemand in der Nähe? Das mit der Wilderei hätten wir uns sparen können. Der Gewürzhandel hat doch völlig ausgereicht. Ja, Mann. Weißt du, weil sie alle so viel wollen. So die Gierigkeit. Gierigkeit von... Okay. Da oben ist erstmal niemand, nicht mal ein bisschen Loot, ist ja billig. Billig. Oh, da müssen wir dann durch, alles klar. So, wo ist die zweite Energiekupplung? Hast du was, Kleiner? Weißt du, wir haben die Werkstatt, die Wilderei, unser Schmugglernetzwerk. Ja, und? Vielleicht gibt es in der Stadt mehr Gelegenheiten, an Kredit zu kommen, die wir übersehen. Wir sollten uns eher wegen Crimson Dawn Sorgen machen. Wir greifen den mal an. Mag sein. Aber sobald kann ich den bestehlen? Ah, oh, die Tasche. Geil. Wir beklauen die erstmal. Und dann legen wir sie um. Sehr gut. Hey, fang das Tier. Sieh mal nach, noch mehr Loot. Okay. Da kommen jetzt noch zwei, das ist schlecht. Das ist kein Spielzeug. Okay. Wir lassen die zwei noch kommen, dann lassen wir die wieder abtreten. Und dann legen wir die zwei da unten aufs Kreuz. Nur noch ein paar Tage mehr. Ja, Mann. Wie lange muss ich denn noch hier bleiben? Tob dich aus, Nix. Mensch, okay. Die Lange. Okay, cool. Hat hier geklappt. Ohne Explosion, ohne Alarm auszulösen. Da ist eine Kamera. Hier kommt da jemand? Was siehst du? Einen neuen Blaster gebrauchen. Ich höre nur welche. Da ist die Kamera da drüben. Wenn die Kamera weggeht, gehe ich mal da rein in den Raum. Da ist ein Behälter. Oh, ein Behälter. Oh, grobes Tuch. 10 von 8. Gut. Nicht jeder bekommt dieses Privileg. Aber in mir sah er Potenzial. Hat mir eine besondere Aufgabe gegeben. Jeder würde sich glücklich schätzen, auch nur in seine Nähe zu kommen. Ja, wahrscheinlich. Borg ist ein Spastmann. Den wir ausnehmen, bis das letzte Hemd. Darf ich nicht versagen. Ich gebe Alarm. Nein, nicht Alarm. Michoka!
Oh nein. Oh shit. Zeit für eine kleine Showanlage. Ich glaube, wir haben die verloren. Ich sehe dich, du Schatzkirchen. Okay, wir müssen den zweiten Schalter finden. Was willst du denn? Wir brauchen einen Kammerjäger. Yo, Kammerjäger, klingt gut für mich. Okay. Wird mehr zum Schleichspiel. Und ich schwitze jetzt schon, echt, kein Witz. Aber wir müssen irgendwo noch den zweiten Schalter deaktivieren. Das war, vorhin war es auch oben, ne? Vielleicht ist es jetzt auch oben. Siehst du was? Kümmert schon, dass wir gesehen wurden. Shit. Da wäre die zweite Barriere gewesen. Wir haben fast komplett durchgeschlichen. Nein, fuck. Ha, das habe ich mich natürlich verschätzt. Mist. Wir müssen nicht von vorne anfangen. Ich glaube, das hat gespeichert, als wir die zweite Barriere deaktiviert haben. Wahrscheinlich nicht. Shit. Ah. War so also nicht geplant. Gut, rauf auf den Turm. Okay. Das ist fair. Das ist fair. Rebellen sterben einer nach dem anderen. Aber wir machen Gurke. Mir interessiert mich nicht. So ist es. Da ist die Dings, die Barriere. Achso, ich weiß, wo wir sind. Okay, das ist fair. Das Spiel lässt uns nicht allein. Zwei Typen müssen wir eigentlich. Da kommen jetzt noch zwei, die lassen wir mal kommen. Wenn die da sind, wieder weggehen, dann gehen wir zur Tür. Das sind Verlierer. Mag sein. Aber sobald sie den Fuß in der Tür haben, haben wir größere Probleme als übersehene Gelegenheiten. Genau jetzt. Düsen mal los. Wird ja eigentlich in der, eben in der Zeitlinie schon umgebracht, hatten die zwei. Mit Nasenbittis. Hier Datenstift. Da
Das ist mehr Glücksspiel als andere. Ich hab's immer noch nicht ganz, ich hab's noch nicht ganz gerafft, ehrlich gesagt. Man muss ehrlich sein. Gerade jetzt hier bei so einer, also im Leben muss man immer ehrlich sein. Und ich muss ehrlich sein, ich hab's noch nicht ganz gerafft, wie es funktioniert. Ich drück eigentlich nur immer nur, bis es blinkt. Was ist hier? Kann ich hier... Ich sehe keine Menschen hier drin. Noch keine Außerirdischen. Und auch keine... Bookies. So. Puh. Also schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Das ist eine gute Frage. Interessant ist auch, dass hier nicht eine Wache ist, ne? Okay, hier ist irgendwas zum Explodieren lassen, das ist nicht gut. Haben wir da genug davon? Okay. Wo ist diese Konsole? Hier. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Ach, oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, ja, es soll sich ja lohnen. 12 Teile Grill, ein Teil Stop, ein Teil Gewürz. Die ist verschlüsselt. Okay. Hacken. Ich habe schon mal vergessen, wie es geht. Mit F1 kann man sich nochmal Hilfe holen. Das sind Hyklyphen, die Teilkombinationen. Die gehören nicht dazu. Die sind korrekt. Aber an der falschen Stelle. Alles klar. Okay. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall hier unten. Die sind an der richtigen, nicht an der, die sind an der falschen Stelle. Okay, also da kommt er nicht hin. Fangen wir mit D an, das. Yes. Auf Verschlüsselung zugreifen. Sieht da jetzt irgendwas, oder? Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Scharr. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Oh, shit. Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Ich weiß es nicht. Okay, die sind tot. Wir müssen hier raus auf jeden Fall. Das ist der einzige Weg. Raus. Jo, das sieht so aus. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Okay, alles kriegen wir hin. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Ja, Mann. Okay. Geronimo! Hoch, oder was? Wollen wir nach oben oder wollen wir nach unten? Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Ja, sicher. Total easy bei der nächsten wahrscheinlich. Oh nein, ich wollte nicht nochmal runter. Puh. Okay. Okay, wir sind wieder im
Normalen Spielbereich. Es gibt noch mehr von dem. Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Komm mal aus der Basis. Na gut, Max. Hol sie dir. So, guck mal, was wir noch looten können wollen. Oh yeah, was haben wir denn hier? Wow. Das nehme ich. Blöd, dass man das nicht dauerhaft behalten kann. Ja, Mann. Andorianischer Ring oder sowas. Lass mal kurz gucken, ob Nix irgendwas sieht. Ich glaube, wir müssen dann auch runter von dem Planeten hier, so wie es aussieht. Okay, wir gehen am besten hier lang. Hat sie das, die Waffe fallen gelassen jetzt? Oh, shit. Kann man nicht mitnehmen. Leider nein. Okay, wow. Wir sind fast draußen. Vorsichtig, Nix. Okay, da kommt gerade ein Raumschiff an. Das ist nicht so gut. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich komme mit dem Ding wegfliegen. Da kommt das nächste. Sind das Frachter oder was? Das ist ein Frachter. Vielleicht können wir damit wegfliegen. Sicherheitspunkt erreicht, das heißt. Hier wurde jetzt gespeichert. Ja, ich schüttel's einfach ab. Ja, ich schüttel's einfach ab. Einfach mal abschütteln. Einfach mal abschütteln. Das ist immer gut, immer gute Idee. So, Ronnie Ball. Oh nein! Nein! Ah, fuck. Ich schüttel es einfach ab. Das war jetzt meine Schuld. Ich habe zu oft, also ich habe da zu viel gewollt. Jetzt, im Endeffekt. Leider, es tut mir leid. Die kleine Ladezeit geht auf mich. Ich könnte echt mal Pause reinkloppen, ne? Wenn Ladezeiten sind. So, warte, den Loot noch holen. Der oberen Loot. Irgendwelches Eisen. Wir brauchen ja das ja, um irgendwelche Sachen herzufertigen. Mensch, mein Deutsch ist wieder hervorragend heute. So. Mirogana, Tashara. So, mal gucken. Ach, guck mal, wo wir sind. Wir sind wieder auf dem Markt. Ah. Oh, ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Baka, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Tashara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Das stimmt eigentlich. Eigentlich können wir uns die Reputation bei Gorak hochziehen jetzt. Ey, yo. Wir rüsten ihr Schiff auf. Ah. Schiff nicht verfügbar. Das ist, weil wir noch gerade... Wir sind noch so ein bisschen im Tutorial.
Das ist unser Kleider hier. Wir hatten ihn noch hier stehen lassen an der Treppe, ich weiß. Aber ich kann ihn, glaube ich, rufen mit Z. Okay. Naja, komm, weiter geht's. Vielleicht schaffen wir das noch in der Folge, dass wir noch mal kurz mit dem reden, mit dem Gorak. Obwohl natürlich hier uns jetzt in die Höhle des Löwen zu begeben, bei Gorak ist natürlich... Schneller, Sie brauchen Verstärkung. Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Haben wir uns jetzt wahrscheinlich einen guten Stand bei Gorak jetzt erarbeitet. Also, oder er köpft uns. Eins von beiden wird jetzt passieren wahrscheinlich. Ja, ich? Was los? Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Okay. Das Spiel, also die Entwickler sagen selber, also in der ganzen Beschreibung, alles steht immer drin, das Risiko, also das Spiel belohnt Risiko. Komm, wir gehen aufs Risiko. Ach, hier. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Oh, doch. Wahrscheinlich schon. Ehre zu Danka zurück. Ach so, alles klar. Irgend so ein scheiß Eintopfrezept. Ja, jetzt reden sie alle über unsere Großtat. Irgendwann ist eingebrochen. Hey, danke. Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Oh Gott. Ich hebe die Information mal auf für den Gorak, glaube ich. Der wird uns dafür bezahlen, denke ich mal. Ah, schwierig. Scheiße. Ich kann da nicht speichern jetzt. Ich werde diese dreckigen Arschlöcher, ich werde alle gegeneinander ausspielen. Okay, das würde den Rang bei Crimson Dawn steigern. Oder bei Pike Syndikat. Ich nehme mal das. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, klar. Kein Problem. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Ich gebe mein Bestes. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix. So, neues Raumschiff-Kernstück, Treibstoffinjektoren erhalten. Sprich mit Gorak. In der Tat, wir müssen ja nichts von Crimson Dawn erzählen, aber wir können ja von den Pike-Verräter trotzdem reden. Das wird uns auf jeden Fall eine gute Reputation bei Pike einbringen und eine gute Reputation bei Crimson Dawn am Ende, denke ich mal. Also ist das auf jeden Fall der richtige Weg für uns jetzt gewesen. Aber ich würde auf den Schock trinken wir uns mal eine schöne Milch. Guck mal, da ist ein... Guck mal, da ist der fliegende... Was ist denn das? Oh mein Gott. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wir haben einiges geschafft in der Folge. Ich hoffe, das bleibt so und wir werden auf jeden Fall weiterhin Freude daran haben. Ich bedanke mich und dann bis zum nächsten Mal und so.